Kaum ist es milder geworden, da stürzen die Temperaturen auch schon wieder ab. Im Laufe der Woche wird es Frost geben. Das ist die aktuelle Wetterlage. Wir liegen unter Tiefdruckeinfluss von Westen her hier in dieser milden Strömung. Aber das ändert sich im Laufe der Woche, wenn das Tief abrutscht in Richtung Mittelmeer und von Norden her die Kaltluft anzapft. Dann geht es also weit zurück mit den Temperaturen. Dann legt sich kurzzeitig auch mal ein Hochdruckgebiet auf diese kalte Luft. Kurzer Blick auf den Montag. Da große Unterschiede beim Wetter hier entlang dieser Regenfront. Dauerregen. Es gibt knapp darunter einen trockenen Einschub, da kommt auch mal die Sonne raus, aber auch im Westen am Nachmittag viele Regenfälle. Im Süden sieht es schon wieder deutlich freundlicher aus und noch liegen wir in dieser milden Luft drin mit Höchstwerten von 9 bis 13 Grad. Am Dienstag kommen die Niederschläge weiter in Richtung Süden voran, am Abend im Erzgebirge möglicherweise schon ein paar Flocken. Von Norden her kommt dann mal ein bisschen die Sonne raus und wir sehen es, die Temperaturen erreichen meist nur noch einstellige Werte, maximal 10 Grad am Oberrhein. Und das ist dann eben die kälteste Nacht der Woche. In der Nacht zum Mittwoch kann es auch mal überfrierende Nässe geben, vor allem in der Mitte. Dort, wo es vorher nass war, ist dann aufklart und die Temperaturen so richtig in den Frost reinrasseln. Am Mittwoch dann vor allem in der Mitte und im Osten freundlich. Im Süden noch ein paar Schneefälle, insbesondere direkt am Alpenrand. Und von Nordwesten ziehen schon wieder etwas dichtere Wolken auf mit der etwas milderen Luft. Ansonsten insgesamt noch ein sehr, sehr kalter Tag.